Schönen guten Morgen, es ist Freitag, also Wochenende und gleich 8:30. Und ja, ich habe noch ein bisschen was heute zu tun und bin jetzt erstmal unterwegs, circa 1,5 Stunden in Richtung Emmendingen, das ist so nördlich von Freiburg, und habe dort 2 Aufträge. Ne? Aber jetzt erstmal einen Haufen Fahrerei und knapp 100 Kilometer Fahrtstrecke. Toll, Umleitung bei Döggingen. Ich hoffe, die ist nicht so zu umfangreich. Mann, oh Mann, ey, was für eine Rumgurkerei, aber ich glaube, jetzt komme ich gleich wieder auf die Bundesstraße. So, jetzt habe ich es bald geschafft, nach 1,5 Stunden fast Fahrzeit. Bin gleich beim ersten Kunden, und zwar ist ein Geschäftskunde. Der bekommt statt einer dynamischen IP-Adresse eine feste, und ja, da muss ich die Hardware irgendwie umstellen. Ich habe noch keine Ahnung, was für eine Hardware der hat, eine Fritzbox oder eigenes Gerät. Ja, mal schauen. Ne? So, auch erledigt, was heißt auch, aber auf jeden Fall erledigt. Was am längsten gedauert hat, war, dass der Kunde die Zugangsdaten für seine Fritzbox nicht gefunden hat, und zurücksetzen wollte ich vermeiden, sonst hätte ich alle SIP-Accounts und sowas für die Telefonnummer nochmal reinklopfen müssen, hätte wahrscheinlich noch länger gedauert. Ja, also wie gesagt, war auch relativ schnell erledigt, und jetzt geht's nach Emmendingen, sind jetzt von hier aus ja, knapp 7 Kilometer. Für eine Derangierung. Also, gib ihm. Jetzt haben wir echt gerade auch wieder Wolf gesucht nach dem Schlüsseldressur in Emmendingen, weil hier war ich auch schon echt ewig nicht mehr, und dann vergisst man halt teilweise so die Positionen. Aber jetzt habe ich die Schlüssel, und jetzt geht's an HVT. Ja, und der HVT befindet sich in der Innenstadt von Emmendingen, aber ja, hier war ich tatsächlich schon mal, und ich weiß, dass es hinterm Gebäude Parkplätze gibt. Ich hoffe, die gibt es noch. Und dann ist das nämlich alles gechillt. Ja, sieht gut aus. So. So, hier bin ich, und hier habe ich auch früher schon mal Baugruppen eingebaut. Also ich kenne die eigentlich alle, die ganzen HVTs, oder so zumindest die meisten. So, und jetzt mache ich hier meine Derangierung. Muss ich auch einen Schrank suchen. So, die 2 Leitungen fliegen raus. Ja, das RXTX gehen auf diesen Port, und das zieht man jetzt, und dann ist hier wieder einigermaßen Ordnung. So, Kabel schon gezogen, erledigt. Ja, und jetzt muss ich sputen, denn jetzt muss ich Schlüssel zurückbringen, und dann muss ich noch nach Freiburg rein, und das ist um 11:30. Ja, also Gas geben, sonst komme ich da in den Mittagsverkehr rein, und dann ist echt der Teufel los.
Ja, und aufs Badische Land kann man sich einfach verlassen, so wettertechnisch. Also hier haben wir laut Autothermometer 12 Grad. Die Sonne scheint, also ich krieg gleich Frühlingsgefühle hier. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Schlüsseltresor und der ist natürlich auch wieder ganz beschissen gelegen. Ne? Also, ja, hätte man besser machen können. Ja, und dann gehe ich oder fahre ich zum HVT, der ist dann auch nochmal 4 Kilometer weg. Aber der Auftrag lohnt sich, ich erzähle gleich was dazu. Jo, Schlüssel habe ich an Bord und jetzt geht's zum HVT und dort habe ich gleich 4 Derangierungen. Also das lohnt sich. Ja, und wer meine Badentour gesehen hat am Montag, so wo ich da Schopfheim, Lörrach und die ganze Ecke unterwegs war, erinnert sich bestimmt auch noch an diesen HVT. Das war nicht der letzte an dem Tag. Und jetzt geht's rein für 4 Derangierung. Here I am und jetzt geht's los. Und zwar in diesem Schrank, ne? Ja, und jetzt weiß ich, wie sich ein Massenmörder fühlen muss, ne? Ich habe nämlich jetzt gerade 4 PMXer gleichzeitig gekillt, Menschenskinder. So, der emotionale Schock ist verkraftet. Und jetzt geht's ans Schlüsseltresor und dann geht's raus aus Freiburg, wieder Richtung Heimat, aber noch kein Feierabend, es geht noch was. Ja, jetzt fahre ich gerade wieder aus Freiburg raus und muss sagen, für Freitagnachmittag ist extrem wenig los hier, also ja, wundert mich etwas. Ja, und mittlerweile bin ich im Höllental auf der B311. Mit Highspeed Richtung Tuttlingen, weil im Bereich Tuttlingen habe ich jetzt auch noch eine Inbetriebnahme. Aber ja, dauert nur locker eine Stunde 15 oder 30, je nachdem. Ich habe Kohldampf, muss was zum Essen holen. Ja, und eigentlich hätte ich jetzt noch 2 Inbetriebnahmen gehabt. Eine im Raum Tuttlingen, wie gesagt, und die andere im Raum Stockach. Und die Stockacher wurde jetzt gerade storniert. Das heißt, jetzt geht's zu meinem Feierabendticket und dann dürfte es gewesen sein für diese Woche. Na, war ja auch nicht schlecht. Lecker war's. Ja, ich habe gerade vorhin ein Bild gepostet bei Facebook. Temperatur in Freiburg 14 Grad. Und ich bin jetzt kurz vor Tuttlingen und wir haben hier auch 12. Ne? Also echt geil. Riecht nach Frühling, ne? Irgendwie. Ja, rechts ist über die Tuttlinger Seenlandschaft. Ne? Ne, Bullshit. Hier ist nur eine mega Überschwemmung. Die Donau ist also wirklich übergetreten, hat hier für ja, richtige Seenlandschaft gesorgt. Ne? Das ist echt abartig. Ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt fahre ich kurz raus, um eine Verdauungszigarette zu rauchen, euch mal wirklich die Donau hier zu zeigen, wie die übergetreten ist. Ja, und der Servicetechniker investigativ. Ich stehe jetzt gerade so zwischen Immendingen und Tuttlingen und da hinten durch das kleine Loch fließt eigentlich die Donau. Ja, und jetzt schaut euch das hier mal an. Ja, die ist also leicht übergetreten. Also hier hat es normalerweise nur Wiesen und keine Seen. Ja, aber im Moment haben wir hier echt krasses Hochwasser. Und ja, mal gucken, wie sich es die nächsten Tage entwickelt. Und das war schon wieder mit Sightseeing. Jetzt muss ich mich noch konzentrieren auf den letzten Auftrag in Neuhausen ob Eck. Ja, da werde ich jetzt noch bei einem Privatkunden eine Fritzbox in Betrieb nehmen. Das müsste schnell gehen, ja. Aber Überraschungen gibt es ja immer in dem Bereich. Aber ich gehe mal davon aus, das geht ratzfatz. Und dann war es das für diese Woche. So, jetzt noch einmal um die Kurve, dann müsste ich da sein.
Hä? Sieben. Neun. Elf. Bingo. Jo, das war's. Hat jetzt auch wunderbar geklappt. Der Kunde, das war ein kleines Homeoffice auch, hatte bis jetzt eine LTE-Lösung. Da sind so zwischen 600 und 1000 Kilobit angekommen. Und ja, jetzt habe ich den 50.000er Leitung VDSL, 50.000 im Down und 5.000 im Upload verpasst. Ne? Und da war natürlich die Freude, ups, Scheiß, muss abbiegen. Die Freude extrem groß natürlich. Ich poste da noch was rein. Die hatten eine ganz, ganz seltsame Konstellation in ihrem Heizungskeller. Also habe ich noch nicht verstanden. Vielleicht versteht es jemand von euch. Wird nachher mal hochziehen bei Facebook. Und ja, das war's. Wie gesagt, der eine Auftrag wurde storniert. Im Bereich Stockach bin jetzt aber ganz froh. Wir haben jetzt 5 vor 3 und die Woche war eigentlich soweit ganz gut. Ja, das heißt, das kann ich mit gutem Gewissen Wochenende machen. Die Woche, wie gesagt, war gut. Umsatztechnisch waren wir wieder echt eine gute Woche. War ja jetzt relativ selten die letzten Monate. Ich hoffe, das bleibt so einigermaßen. Und ja, wollte nochmal darauf hinweisen, morgen, also am Samstag und am Sonntag, gibt es ein neues Video von mir bei YouTube. Wieder zwei Stories aus dem letzten Jahr. Dann habe ich gerade gesehen, mein neues TikTok ist schon fast bei 5K. Habe ich gestern Abend hochgeladen. Also, es geht was, tut sich was. Vielen Dank für euren Support. Wünsche euch ein schönes Wochenende und danke fürs Zusehen. Und am Montag geht's garantiert weiter. Bye.